Hallo liebe Leute, ja, ich bin in die Season 7 von Diablo 3 wieder eingestiegen, wie jede Season. Und ja, mit meinem Clan zusammen sind wir ja schon recht gut vorwärts gekommen. Also ich bin ja einer, der ja in einem Clan ist, aber nicht immer überall in die Spiele reingeht und Ding. Ich habe meistens so ein oder zwei Helfer, die hat das ja Multiplayer-Spiel spielen mit mir, aber höchst ja eigentlich ja sagen wir 80% spiele ich alleine. Ja, habe heute den Schmelzofen gefunden, den legen wir mal rein. Wir haben alles Waffen, wir haben ein ganzes Inventarplatz voller Waffen und eine Lakuni-Schleiche, die sollte eigentlich recht gut für den Mönch sein. Legen wir hier ein. So. Ich spiele jetzt auf Qual 11. Probiere es jetzt einfach mal. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer. Es ist der Generator-Build, der momentan in der Meta am besten ist. Versuch es einfach mal. Der Schaden ist noch nicht hoch. Es fehlt noch ein paar Items. Zum Beispiel ein Gürtel, der irgendwas erhält. Irgendwelche Bonis geben. Und genau, die Windrose. Ich habe mir einfach den Fokus und die Zurückhaltung reingemacht. Und ja, jetzt gehen wir mal in ein normales Rift und probieren es aus, wie es geht auf Qual 11. Kann ich nämlich bald auch Qual 13 spielen. So. Oh, danke. Ja. Sind schon 10 die Gegner, aber geht eigentlich relativ gut. Was ich noch Probleme habe, ist mit der Geisteskraft, aber ja. Machen wir mal ein bisschen auf Hardcore. Schnetzel dir. Dass die Gegner uns nicht so sehr beanspruchen. Wenn ich gleich im Ding stehen bleiben, bitte. Verreisungsimpuls, genau. Ja, ich spiele halt nicht durchgängend, ich spiele meistens Anfang Season ein bisschen und dann höre ich meistens auf 600. Ich möchte es jetzt einfach mal ein bisschen weitermachen und ja, mal schauen, wie es dann mit Diablo eigentlich weitergeht. Ich finde es ein bisschen schade, wenn es... Ja toll, wie kann ich dich jetzt erreichen dort oben? Dummes Teil. Ja, schau mal, wie. Ich finde es ein bisschen blöde, wenn Diablo 3 schon aufgegeben wird. Weil es ist ja schon ein gutes Spiel, es fesselt ja die Spieler. Aber Blizzard will Geld, die wollen wahrscheinlich in Diablo 4 ein Abo-Modell machen, die da. Ja, schon die Probleme bringen. Weil. Ich will für Diablo. Ja, für Diablo 4 eigentlich nicht bezahlen pro Monat. Für Final Fantasy ja. Für Minecraft ja, ganz gerne. Aber nicht für Diablo 3, das ich nicht so gerne spiele nach einiger Zeit. Wenn es halt einfach nichts mehr zu tun hat, tun gibt. Nur noch uralte Items zu finden, ist langweilig. Ja, es ist recht zäh hier auf Call 11, weil ich einfach noch nicht der Schaden mache von einem Bild wie diesen. Die Edelsteine auch nicht hoch genug sind. Aber eben, wenn man meistens alleine spielt, braucht man halt sehr lange in diesem Spiel. Nun gut. Ist okay. So, schauen wir uns weiter noch Elites um. Ich
Ich muss mehr die Gegner an mich ranziehen, damit ich mehr Schaden mache. Wegen dem Stein, dem grünen Stein da. Mal schauen. Verderben der Gefangenen, genau. Und auch wegen den Armschienen. Aua. Das ist das Feuer. Ich habe eben keinen Stein drin, der mich schützt vor Elementarattacken. Das ist gefährlich. Sehr gefährlich, liebe Leute. Ja, Gift ist auch gefährlich, Wetter. Reflexion ist auch gefährlich. Ich weiß nicht, was ich tun soll hier bei diesen blöden Engeln. Sie töten natürlich, das ist die beste Verteidigung. Kann ich noch so viele Resistenzen haben? Wenn sie tot sind, sind sie tot. Haha. Ah, 17.000 Millionen Schaden gemacht mit einem Schlag, mit einem kritischen Schlag. Ja, ja, und hier noch ein bisschen und hier. Ah, schön. Ich liebe den Welt. Man muss halt wütend auf die Tastaturen hämmern, aber er macht einfach Spaß. Das Diablo 3 einfach viel, viel spannender. Viel, viel interessanter. Jo, gehen wir runter zu denen, die haben keinen Reflekt. Weg da, weg da. Toll, ich hatte keinen Geist. Das kommt davon, weil ich die Shenlongs Krallen habe, die fressen so viel Geisteskraft, wenn sie voll ist. Oh. Kann man nichts machen. Hoppla, 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 la, 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 la. Und hier noch und da noch und ho, ho, ho. Ja, das ist jetzt zu Präsentationszwecken war ein bisschen schwer gemacht. Ich spiele gerne auf, ja, lockerem Niveau. T9 habe ich gezockt. Geht eigentlich recht gut da. Hat nicht so 4-5 Minuten für einen Rift, sondern schon irgendwie 8 oder 9 Minuten, aber doch noch schnell. Oh, hallo Kleine. Habt ihr ein süßes Pult gemacht? So, die Hälfte haben wir schon mal. Fließ nicht mit die, alle Geisteskraft, das geht mal gar nicht. Ja, komm, Lebensenergie oh, komm schon. Ja, hier ist jetzt wieder keiner da, aber... Oh. Shit. Was ist denn das hier? Das habe ich jetzt seit heute immer wieder. Haben die da irgendwie mit dem Launcher ein Problem im Hintergrund? Oh je. Ihr scheiß Feuerwesen. Das geht noch gar nicht. So, der Rest. Wieder ein Kindergeburtstag. Tschüss. Dankeschön. Ja. So wird es wahrscheinlich aussehen, wenn wir dann hohe G-Rifts machen. Ich werde natürlich öfters wieder bringen. Das, was ich game. Ich bin einfach jetzt wieder in Videolaune. Und ja. Das Minecraft-Projekt kommt ja sehr gut an. Ich hoffe hier auch mit Diablo 3. So aber nicht. Die Zuschauer haben wahrscheinlich Tote nicht so gern. Aber es ist leider, wenn man hier auf T11 spielt mit einem Noob-Charakter, der ein paar Millitage nicht mal Tage alt ist.
Jetzt lasst mich in Ruhe und spam nicht diese Laser, arkane Laser. Das geht noch gar nicht. Ich werde euch durcheinander wirbeln. Boah. Schön. Weg sind sie. Hoppla, bla, bla. Ja, ich spiele es jetzt auch noch nicht so recht. Der Bild muss man irgendwie. Ja. Tasten einfach immer wieder drücken nach 5 Sekunden oder so. Manche Tasten vergesse ich immer wieder und manche sind einfach zu viel. Und geht alles auf die Geisteskraft. Hey, lass doch mal in Ruhe mit diesem Schaden. Das geht auch gar nicht. Der Schaden ist mir zu hoch. Kann ja halt trinken, nicht spammen. Das geht in diesem Spiel nicht. Dann lasst es mal ein bisschen sanfter. Ihr müsst ihn nicht immer wieder reinhauen. Es ist immer das gleiche, dieses scheiß Feuer. Diese Feuerverzauberung. Geschmolzen. Die ist immer so stark. Ich kann hier diese Odem des Himmels noch nicht spammen. Das ist meine Heilung und das geht einfach nicht immer. Bisschen weniger Gift-Spam, bitte. Gut, dann haben wir den auch besiegt. Der Eisklumpen. So, ich möchte aber noch die Items mitnehmen. Ja, dich lasse ich jetzt. Ich hau. So, jetzt haben wir schon fast geschafft. Oh, ein Unerstehlichen. Ja, da muss ich hier den Ding anmachen. So. Offenbarung. Ja, mit O wusste ich, aber nicht genau den Namen. Ich bin einer, der merkt die Namen nicht. Keine Ahnung. Ich habe einfach zu wenig, wie sagt man dem? Es ist zu wenig wichtig, die Namen zu merken, sozusagen. Du bist du und ich bin ich, sozusagen. So, schon wieder ein Feuerwesen. Schon wieder geschmolzen. Ich ja nicht. Schneebälle möchte ich nicht in die Fresse haben. Aha, da kommt noch ein Champion. Oh je. Mit Kette. Aua. Ui, ui, ui. Steb endlich, du blödes gelbes Teil. Elite-Gegner sind doof. Und voll in die Kette. So. Du auch? Du auch? Komm schon, stirb. Da ist nochmals ein Champion. Okay, wir haben viel zu tun. So. Und. Ah, der gehört noch zu der anderen Gruppe. Die KI ist halt zu blöd, um die Ecke zu laufen. Na gut. Da sind schon die Nächsten. Die wollen alle spielen mit mir. Aber ich spiele nicht gerne mit Monstern. Mit bösen, bösen Monstern. Das ist nicht gut. So. Ah ja. Diablo 3, das perfekte Spiel, um sich einfach ein bisschen raus zu. Einfach mal ein bisschen Action zu haben. Ein bisschen sich zu erholen. Ist einfach geil. Ich mag Diablo 3. Auch wenn es schlecht ist. Und der Gegner mich fast one-hitted hat. Lasst mich, ihr Doofen.
Spam doch das noch weiter. Ist ja gut. Einer der schwersten Gegner. Außer Verdammnis. Der Verdammnis ist der böseste. Nein. Ich halte mich raus. Gift möchte ich nicht schmecken. Ja. Sterben wir ein bisschen tausendmal. Ist auch gut. So, hey. Spam doch nicht immer alles. Doofes Teil. Ja, den schaffen wir wahrscheinlich so hoch nicht. Ich muss... Ja, toll. Reduzieren. Jetzt kann ich mich wieder hier regenerieren. So, jetzt geht's schon viel besser. Jetzt muss ich einfach nicht wieder alles spammen. Du Lusche. Oh, jetzt hast du aber viel Schaden bekommen. Oh, jetzt bekommst du sehr viel. Das liegt eben an der Geisteskraft. Wenn die voll ist, dann hauen wir tausendmal mehr Schaden. Das Paddel. Und dieser Hammer, wie sie heißt. Ich weiß es nicht. So. Dann schauen wir, was sie haben. Einen Ring haben wir noch gefunden. Schallende Wut. Ich wollte Schäfes Hammer sagen, aber hab's dann gelassen. Der Schäfes Hammer ist ein anderer. Den habe ich, glaube ich. Da, der Schäfes Hammer. Ja, Elemente haben wir schon viele gefunden. Paddel auch eigentlich. Schall ist schlecht. Geht gar nicht. Ja, alleine findet man einfach immer nur Scheiße. Ich bin so gut, ein Kollege, der mit mir spielt. So, was wollte ich? Jetzt muss ich wieder belegen, ich habe nämlich Crusader gespielt. Jetzt muss ich alles wieder umplanen, was ich wollte. Eigentlich die Gürtel, aber die droppen so schlecht. Also die kommen zu wenig hier bei Kadala. Ja. Schauen wir mal. Wir haben noch nichts zu Rat. Hä? Dann machen wir mal. Beginnen wir mal mit dem Brustschutz. Ah, natürlich nicht. Ja, ja. Also morgen mache ich dann ein neues Video mit ein bisschen mehr Fortschritt. Und ja, bedanke mich fürs Schauen. Wenn ihr mehr Interesse habt, zeigt es mit einem Daumen nach oben oder mit einem kurzen Kommentar. Und auch Kritik oder sonstige sind auch gern gesehen. Da kann ich immer noch ein bisschen steigern, wenn ich auch die negativen Sachen sehe. Dankeschön und tschüss.